Ja, hallo, guten Abend und herzlich willkommen im Deutschen Filmmuseum zum nun schon letzten Abend der großen Retrospektive Geliebt und Verdrängt, das Kino der jungen Bundesrepublik 1949 bis 63. Es ist ja mittlerweile der 27. Film in dieser Reihe. Wir haben 27 Langfilme und etwa ein Dutzend Kurzfilme gezeigt. Und ja, ich freue mich sehr, dass wir jetzt gleich Lars-Henrik Gass begrüßen dürfen, den Leiter der Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen, der auch zu dem Autoren gehört, dieses Begleitbuchs zur Reihe, das tatsächlich jetzt auch schon in zweiter Auflage vorliegt und ja, eine große Nachfrage jetzt auch durch die Reihe in Locarno und hier dann auch und anderswo erfahren hat. Und ja, gewissermaßen ist das natürlich ein ganz plausibler Abschluss der Reihe, weil das Kino, das hier vorgestellt wurde in dieser Reihe, ist ja dieses Kino, das sozusagen das als Papas Kino verrufene Kino, was dann von den Oberhausenern 1962 für tot erklärt wurde. Und ja, wir haben jetzt, und deswegen macht es natürlich irgendwo, ist es natürlich irgendwo plausibel, dann den Leiter der Kurzfilmtage Oberhausen da ein wenig den Brückenschlag zu ja, bilden zu lassen. Es ist ein Versuch, der Film, da werden wir jetzt gleich noch mehr dazu hören, den jungen Filmnachwuchs in die Filmindustrie zu integrieren. Und das 5 Jahre vor dem Oberhausener Manifest. Ja, es freut mich auch, dass viele die Reihe begleitet haben, also viele treue Zuschauer, die jetzt auch sehr viele Filme gesehen haben und immer wieder und so ein bisschen nachverfolgt haben, was mit der Reihe, ja, was dieses Kino, was da abgebildet werden sollte und was Olaf Möller vorgeschwebt ist, der ja in jedem Spielort andere Schwerpunkte gesetzt hat. Also die Reihe war ja zuerst in Locarno mit etwa 50 Langfilmen und 30 Kurzfilmen gelaufen. Es tourt seitdem jetzt durch die Welt. Also ist eine Schweiz zunächst zu sehen gewesen. Und aktuell zum Beispiel in Lissabon, ist in Kürze dann in Hamburg und Düsseldorf zu sehen und nächstes Jahr in Berlin wird wahrscheinlich die größte, ja, größte Ableger der Reihe stattfinden im Zeughauskino in Berlin mit 150 Filmen insgesamt, Kurz- und Langfilmen in 4 Blöcken übers Jahr verteilt. Ja, und dann auch in den USA, in Finnland, Tschechien, Slowenien, Schweden, Frankreich, Österreich, Großbritannien und ja, also in Washington und New York zum Beispiel in den USA. Also wird eine weite Reise noch antreten, die Reihe und immer mit etwas anderen Schwerpunkten. Und das Deutsche Filminstitut wird sich jetzt in der Folge auch verstärkt bemühen, einige der Filme, die hier gezeigt wurden, auch zu digitalisieren und damit diese dann sowohl für digital umgerüstete Kinos als DCP verfügbar sind, als auch als Blu-rays für, ja, für Heimmedien. Ja, und jetzt freue ich mich, den relativ unbekannten und selten zu sehenden Film Maya. Es gibt vorab noch einen Vorfilm und ja, aber zu dem wir jetzt nichts weiter erzählen werden, aber zum Hauptfilm freue ich mich, dass Lars-Henrik Gass und jetzt einiges erzählen wird. Ja, recht herzlichen Dank, Ines Bayer, Andreas Beyerz, für die überaus schmeichelhafte Einladung hier in dieses schöne Haus. Ja, sozusagen ergibt es schon Sinn, jemanden aus Oberhausen einzuladen für diesen Film. Also, weil nämlich in der Tat drei Unterzeichner des Manifestes von 62 an diesem Film mitgewirkt haben. Und er ist auch gewissermaßen so eine Art Ausblick auf das Manifest. Allerdings muss ich dazu sagen, ist es vielleicht doch nicht ganz so plausibel, mich einzuladen, weil ich mit der Oberhausener Gruppe in dem vorgenannten Buch nicht so ganz freundlich umgegangen bin. Denn ich halte die Gruppe für doch recht überschätzt, auch wenn ihre Wirkung zweifelsfrei ist. Und ich denke, darüber wird vielleicht auch anhand dieses Films zu sprechen sein. Wenn man über diesen Film versucht, etwas herauszufinden, ich kannte ihn zunächst auch nicht, wie ich im Übrigen auch den Kurzfilm immer noch nicht kenne, den wir jetzt auch nicht einführen, sondern den wir uns alle jetzt anschauen. Dann liest man immer wieder, es handelt es sich um einen Omnibusfilm, aber ich verstehe unter einem Omnibusfilm etwas anderes, nämlich um eine Verkettung von Episoden. Das ist hier nicht der Fall, sondern es gibt sozusagen eine Rahmenhandlung, in die ein wenig mit der Brechstange Episoden integriert sind, die alle überhaupt nicht zueinander passen und ein wenig behelfsmäßig durch diese Rahmenhandlung irgendwie plausibel gemacht werden sollen.
Also das ist schon schwer auszuhalten dramaturgisch. Wie im Übrigen man nun heute wirklich kein Meisterwerk entdecken kann, aber, und das ist, glaube ich, das Interessante an diesem Film, wie vielleicht generell am Kino, denn wenn man im Theater auf eine schlechte Inszenierung trifft, kann man eigentlich nur nach Hause gehen und im Kino ist es anders, da kann man selbst schlechten Film noch etwas abgewinnen und das will ich heute versuchen. Unabhängig von den Namen, auf die ich noch zu sprechen komme. Denn abgesehen von dieser Fluchtlinie, die zum Oberhausener Manifest führt, gibt es eine ganz interessante Ebene in diesem Film, nämlich eine Ebene, die darüber handelt, in welcher Misere und Krise sich das deutsche Nachkriegskino befindet. Und also darüber wird viel gesprochen in diesem Film. Und interessant ist, und das thematisiere ich im Übrigen auch in diesem Text, in dem Buch, also dass es seit spätestens Anfang der 50er Jahre in Deutschland viele, einige auch sehr wichtige kritische Stimmen gibt zu diesem Umstand, dass das deutsche Nachkriegskino sich nicht in der Weise entwickelt, wie man das in Italien erlebt zu dieser Zeit schon, und alle kritischen Geister sind eigentlich einigermaßen entrüstet darüber, dass es eben den deutschen Neorealismus nicht gibt. Den gibt es auch nicht ansatzweise in diesem Film hier. Also das, was man, ich weiß nicht, ob die beiden, doch, Schwarzer Kies ist gelaufen, also das, was man von Helmut Keutner, aber auch Peter Loche in dem Verlorenen erlebt hat, also eine beißende Studie sozialer Realität, auch antifaschistische Haltung. Das alles wird man in diesem Film nicht finden. Was man allerdings zuhauf findet, sind doch sehr eitle patriarchale Strukturen. Und wenn ich diesen Film als frauenfeindlich ansehe, dann vielleicht durchaus nicht nur aus heutiger Sicht. Maya ist in der Tat sozusagen das Objekt des Begehrens, eine Frauenfigur, die allerdings überhaupt keine psychologische Körperlichkeit in diesem Film erlangt, wie keine der Frauen. Also ich glaube, zum ersten Mal gelingt das vielleicht Kluge in Abschied von gestern. Und dafür hat er ja gleich dann auch in Venedig den Preis bekommen. Aber ich mache das nicht nur daran fest, dass man solche Sätze zu hören bekommt wie, Sie müssen sich nicht bei mir entschuldigen, Hauptsache Sie machen, was ich sage. Also Sie dürfen sich jetzt schon darauf freuen. Also es gibt ein paar wirklich sehr schöne frauenfeindlichen Einlassungen in diesem Film, die ich eigentlich nur von Til Schweiger sonst im deutschen Kino kenne. Also nicht nur an den Einlassungen selbst, sondern in der Tat daran, dass die Frauen also generell überhaupt eigentlich keine tragende Rolle in diesem Film spielen, außer eben als Objekt von Männerfantasien. Und diese ganze Rahmenhandlung bezeichnet eben diese Suche von Maya, die sich versucht, auch diesem Blick ein Stück weit zu entziehen. Und wie gesagt, dazwischen sind dann diese Episoden eingebaut, wovon vielleicht gerade mal drei wirklich nennenswert sind. Drei kann man eigentlich ziemlich vergessen. Die drei erwähnenswerten sind die von Wessely. Daran vielleicht auch wichtig, der Umstand, dass ein sehr bedeutender Nachkriegs- oder nein, auch schon Vorkriegsfotograf, aber insbesondere Nachkriegsfotograf, nämlich Herbert List, für die Bildgestaltung verantwortlich war. List ist also einer der ganz großen deutschen Nachkriegsfotografen und also er hat in einer mir nicht näher bekannten Weise eben für die Bildgestaltung verantwortlich gezeichnet in diesem Film. Und das sieht man auch, es gibt da eher so ein Lyrismo, der sich ganz erheblich auch von den anderen Episoden unterscheidet und auch sonst
durchaus auch von sonstigen Filmen Wesselys. Also das an sich ist sehr bemerkenswert, diese Ballett-Episode, Sie werden es dann gleich sehen. Erstaunlich auch Haro Senfts Episode Die Brücke. Interessant deswegen, weil nach meinem Dafürhalten Senft sich hier an der klassischen Moderne, an der modernen Fotografie der eher 30er Jahre orientiert, also an Rodchenko, so diese verwinkelten Kameraperspektiven, alles das kennt man eigentlich eher aus der Vorkriegsfotografie. Also hier von Senft wirklich in fast manieristischer Form präsentiert und insofern fällt auch diese Episode sehr stark heraus aus dem Rest. Senft war ja lange Zeit, er ist kürzlich erst gestorben, sozusagen die Definitionsmacht auch der Oberhausener Gruppe an seiner Lesart der Gruppe und des Manifests ging nichts vorbei. Das musste ich auch dann irgendwann lernen. Aber er hat zweifelsohne große Verdienste, also auch um das Erbe der Gruppe und hat wirklich ein paar auch sehr wichtige Filme gemacht, wobei ich finde, dass seine wichtigsten Arbeiten eher im Fernsehbereich lagen, dann in den 70er Jahren. Die dritte Episode, die ich wirklich bemerkenswert und wichtig finde, ist die von Franz Schirms. Das ist insofern auch interessant, weil man sich hier sozusagen einer Figur bedient, sage ich mit einem gewissen Vorbehalt, die eben über auch die NS-Zeit eine Glaubwürdigkeit in Deutschland behalten konnte, wie eben auch Werner Fink, auf den ich gleich zu sprechen komme, der auch in dem Film mitwirkt. Schirms, ein interessanter Maler, schon eben in der Vorkriegszeit, begann dann irgendwann in der Nachkriegszeit mit Filmexperimenten und steuert eben diese Lichtstudie bei, die ich auch zwar interessant finde, aber eigentlich auch schon eher gewissermaßen outdated zu diesem Zeitpunkt. Und dem Film war auch mit Erscheinen dieser von Maya, in den er ja integriert war, kein großer Erfolg beschert. Hingegen hatte er dann im Nachhinein, 10 Jahre später, gab es dann nochmal eine Auswertung des Films und dann in der Folge weitere, erlangte er große Anerkennung auch für diesen Film. Und man sieht auch eben, wie er diesen Film gestaltet und es wird auch erklärt und so weiter und so weiter. Das finde ich die drei interessanteren Episoden. Die drei weiteren sind also auch von den beiden beigesteuert, die für die Rahmenhandlung verantwortlich zeichnen. Nämlich Hans-Karl Opfermann, der unter anderem ein Buch geschrieben hat, das man mit Sicherheit nicht lesen muss, nämlich vom Hobbyfilm zum Filmkunstwerk. Er ist aber auch sozusagen das Ohr für Veit-Harlan gewesen, für seine Autobiografie. Wenn man das interessantere Buch über Harlan lesen will, dann sollte man das seines Sohnes Thomas lesen. Gleichwohl war er, das habe ich dann auch gelernt, eben Autor vieler Bücher, auch über Schach. Also es gibt fast kein Thema, über das der Mann nichts zu sagen hatte. In diesem Film hat er sich jedenfalls kein filmgeschichtliches Denkmal errichtet. Das kann man, glaube ich, sagen. Wichtig vielleicht noch zu erwähnen, bevor ich jetzt noch auf den Kameramann zu sprechen komme, ist eben Werner Fink, wie angekündigt. Also auch Fink ist eine der Figuren, die über die NS-Zeit nicht im Exil eine Glaubwürdigkeit bewahrt hat. Er war ja auch mehrmals inhaftiert und ist also knapp auch dem Tod entronnen.
Er hat schon vor dem Krieg, also in Ophüls letzten Film Liebelei gespielt und hat dann auch, also er war eigentlich einer der wichtigen Schauspieler von Max Ophüls und dann vor allen Dingen natürlich in dem legendären Lola Montez und Finks Rolle in dieser Rahmenhandlung ist auch ein wenig, das alles so ein wenig notdürftig zusammenzuhalten. Das gelingt nicht so richtig und er wirkt schon auch ein wenig als ein Fremdkörper und man merkt, dass ganz stark dieses Bemühen einfach über Schirms, aber auch über Fink, also so diese, so quasi die guten Deutschen auch in diesem Film nochmal gewissermaßen sichtbar zu machen. Es wirkt also ein wenig peinlich, muss ich sagen. Aber eine andere Figur will ich vielleicht doch noch abschließend erwähnen, ohne hier die Zeit zu überziehen, nämlich Fritz Schwennicke, den Kameramann des der Rahmenhandlung. Schwennicke auch hier weit unter seinen Möglichkeiten. Er hat später dann unter anderem für Wessely weitergearbeitet, aber auch für Grüttner. Aber die eigentlich, finde ich, filmgeschichtlich bedeutenderen Arbeiten kamen dann eigentlich eher später. Also meine Lieblingsarbeit von ihm ist die für Helmut Kostat, Fußball wie noch nie. Das ist, ich weiß nicht, ob Sie den Film mal gesehen haben, es gab ihn eine Zeit lang bei 2001 sogar auf DVD und Douglas Gordon hat ein unautorisiertes Rip-Off des Films gemacht. Als ich den Produzenten des Films mal darauf ansprach, taten die so, als kennten sie den Film von Kostat nicht, was ich eine ziemliche Sauerei finde. Denn also der Film Sidan ist also wirklich, also eigentlich wirklich ein Remake und zeigt, wie man auch in der Kunstwelt mit Filmgeschichte umgeht. Also der Film besteht kurz gesagt darin, dass zu seiner Zeit sehr berühmter Fußballspieler mit mehreren Kameras, ich glaube 16 an der Zahl, gefilmt wurde gleichzeitig. Und es ist ein Fußballfilm, wie man ihn wirklich nicht kannte. Und Schwennicke hat also bis dann auch noch ins hohe Alter wirklich sehr innovativ mit Kamera gearbeitet. Und schade ist leider, dass sozusagen diese Qualitäten in dem Film nicht wirklich zur Geltung kommen. Eine versprochenermaßen letzte Bemerkung noch zur formalen Gestalt des Films. Also am Anfang schöpft man noch Hoffnung und man wird auch sofort konfrontiert mit nicht nur einem, sondern dem Topos des deutschen Nachkriegskinos und auch der gewissermaßen kritischen deutschen Nachkriegsfilmemacher-Intelligenzia, nämlich dem Jazzclub. Heute völlig unbekannt, kein Mensch weiß noch, was ein Jazzclub ist. Damals, ich weiß, meine Eltern gingen noch in den Jazzclub in den 50er Jahren. Das war natürlich das, was die Amerikaner nach Deutschland gebracht haben. Und es war genau das, musikalisch und auch von der Bewegung her, was wirklich den Bruch darstellte, auch formal gesehen eben mit diesem sehr formalisierten, schematischen Bewegungsleitbild des NS-Films. Also so eine Exposition wie in diesem Film werden Sie in keinem NS-Film jemals finden. Also diese anarchische Bewegung, der Jazz gewissermaßen als das Leitmotiv, das kommt dann auch immer wieder vor und es ist auch in der Retrospektive, werden Sie ganz viele Filme sehen, die also den Jazzclub und den Jazz generell zum Thema haben. Das hat dann schon beim neuen deutschen Film keine oder kaum noch eine Rolle gespielt, aber bei dieser Generation von Filmemachern, den Schamoni-Brüdern, Ulrich Schamoni taucht übrigens ganz kurz in der Szene auf, ich weiß gar nicht, ob er in den Credits ist, aber man sieht ihn kurz bei so einem Casting an der Schauspielschule. Also bei den Schamonis hat zum Beispiel der Jazz eine große Rolle gespielt. Und
Also auch so hier in diesem Film. Aber wie gesagt, alles das wird, wie ich finde, ästhetisch nicht wirklich produktiv in diesem Film. Auch die Außenaufnahmen sind wirklich, also doch recht lieblos gefilmt. Also es gibt eine ganz interessante Sequenz auf der Maximilianstraße in München, also die insofern für mich interessant war, weil man sozusagen das noch zerstörte München sieht. Aber insgesamt gibt es nichts, was auch nur annähernd an die Qualität des Neorealismus erinnert. Und also es ist doch schon alles recht hölzern. Ich will Ihnen jetzt aber diesen Film nicht total madig machen. Aber ich denke, wenn man so versucht, ein paar Ebenen dieses Films im Blick zu behalten, dann kann man selbst, wenn es einem allzu arg wird, über den Dialogen und kann man sich doch ein wenig darauf konzentrieren. Es gibt einen Dialog in dem Film, da heißt es so in etwa sinngemäß, wenn man nur eine gute Kamera macht, dann kommt die Kunst von selbst. Das ist also zumindest in meinem Sinne nicht der Fall. Leider kommt die Kunst in diesem Film in der Form, wie man sie dann vielleicht nicht haben will. Aber gut, sei es drum. Ich glaube, man kann an diesem Film, und deswegen finde ich ihn dann trotzdem sehr interessant, sehen, wie sozusagen die Reflexion über die Krise noch nicht notwendigerweise zu einem guten Film führt. Und dafür ist das, glaube ich, wirklich exemplarisch. Und insofern, denke ich, steht er auch mit gutem Recht am Ende der Reihe. Vielen Dank für die Geduld.